Hier ist der Ronny von Kiron Light Components. Eine häufige Frage ist, wie man die Panels in Reihe schaltet. Das ist der Anschluss von der Powerbank. Da gibt es den roten Anschluss für Plus und den für Schwarz für Minus. Und den müssen wir jetzt entsprechend mit diesen zwei Panels verbinden. Da kommen wir mal, schauen wir mal hierher. Wir haben hier das eine Anschlusskabel und hier das zweite Anschlusskabel. Hier stecken wir jetzt den roten von der einen Bank, der einen Solarbank zusammen mit dem schwarzen. Jetzt haben wir noch zwei Kabel frei, ein rotes und ein schwarzes. Und das packen wir entsprechend hier zusammen. Das kann man nicht falsch stecken, die sind alle schon richtig gepolt, sodass man eigentlich jetzt zwei Panels in Reihe geschaltet hat. Das heißt, zuerst steckt man das schwarze und das rote von den zwei Solarfeldern zusammen. Dann hat man wieder ein schwarzes und rotes übrig, das man wieder direkt mit der Powerbank verbindet. Und das war's schon, damit haben wir doppelte Ladeleistung.